stay on three. Deutschland for Germany. That's right. 2, 3, Deutschland! Was geht ab? Schönen guten Abend. Wir haben heute das Spiel gegen Australien verloren. Spiel im Platz 5. Es nervt mich jetzt und ich bin noch nicht ganz ausgelastet, deshalb ist es jetzt 11 Uhr und ich gehe jetzt um 11 Uhr abends noch runter in den Fitnessraum und dann eine Runde pumpen. Yes! Ich habe die Gym für mich alleine. Coming, homie, make us a path. Hit them bullets that's flying by. You trying to wake up your staff. We're out to get it till it's done. You better go do the math. And I'm saying, we're not playing. You stupid to laugh. I'm the silliest with a scrub. I'm about my green. You think I work at a pub. You know what I mean? I make it do what it does. And I'm known for coming clean. I'll wet your team. And leave them soaking in suds. Homie, I'm slicker than a clawfoot tub. You reaching back, pulling a nub. Tony will seckle your thievery. And believe in me, you wish it was love. I'm hotter than a winning streak, but cooler than Obama. And bring the small talk to a halt, just like a comma. Rappers don't even bother. I'll stop and let the sneakers massage ya. Ease back a few feet farther. In fact, you better pray that I prosper. Cause I'll burn away all of your baby fat and knock some calories off ya. That's him. I'm usually what they whisper about. If you're holding up the wall, then you're missing the point. You better talk to him about me, man. So kleine Reize zu setzen ist immer gut, damit die Muskeln immer noch stimuliert werden und sich halt nicht abbauen. Mir geht es auch nicht darum, irgendwie Muskeln aufzubauen, also, sondern mir geht es einfach nur darum, fest zu bleiben, stabil zu bleiben. Die Knochen, vor allem auch die Knie, stabil zu behalten. Und von daher ist auch eine halbe Stunde Workout immer was Gutes. Und auch wenn wenig Zeit hat, keine Ausreden. Ein Workout muss immer reinbekommen. Morgen nehme ich euch mit. Und dann spielen wir ein Turnier in Xi'an und von da fliegen wir dann noch nach Peking. Schauen wir uns noch was in Peking an. Und ja, dann ist unser China-Trip fast schon eher vorbei. Wir haben es geschafft, wir sind jetzt im Mario Hotel in Xi'an und sieht eigentlich echt nice aus, das Zimmer. Was findet ihr? Schöne große Betten, alles sehr ordentlich. Und ja, guckt euch mal diese Skyline an, würde ich nicht was sagen, aber. Könnt ihr euch vorstellen, hier zu wohnen? Ich nicht wirklich. Und das Essen hier ist echt viel geiler als das letzte Mal. Es ist viel besser gewürzt, viel gesünder, nicht so viel paniertes. Und von daher werden wir schon was Nices finden. Aber es ist halt echt immer, diese Versuchung ist hier noch größer, weil hier gibt es frische Waffeln. Und oh, dem zu widerstehen ist schon eine Kunst. Hier steht das Waffeleisen mit frischen Waffeln. Ist natürlich immer sehr, sehr geil, ne? Salatbar. Kann man offenbar gut starten, oder Joschka? So, ich packe mich jetzt mal weg und zeige euch nochmal einen Teller.
deine Knie hier, ne? Keine Sorge. We all got our reasons for doing what we do. Well, mine's is... I feel like I'm doing it for hip-hop. Hey, yo, I'm good at what I do and love getting it done. I started doing it back when we was doing it for fun. When the art of lyricism was a respected skill. Before it became about who got the biggest record deal. Before these new jack glittery lames trying to be cute. I'm pressing the power button cause the game needs a reboot. Reinforce the rules, restart our street smarts. Taking these rap retards to school. For the re-education, reintroduction of hip-hop. And life is the topic of discussion. Examining the various complexities. George, come to us, please come. George, good to everyone. We have a nice conditioning practice with us today. Huh? Conditioning practice? Yeah. Conditioning practice? Small joke. Shooting, and we have 60 minutes. Use the time a little bit to have fun together. Okay? All right. All right. Let's go. What do we say on three? Deutschland for Germany. That's right. Two, three, Deutschland! Yeah. Do it for the love of the game. Even though it ain't the same. A lot of shit done change. But I'ma still live on up to my name. I'll carry that flame. Yep. Let me tell you about sip hop shit, son. It's all in my veins, I can't complain. And if you knew like I knew, you'd probably be singing the same. I'm doing it for hip hop. Yeah, for the birthplace, the whole town, the dope for Sam. Oh mein Gott, war das nicht cool? Ich habe mich wirklich gefreut, mal mit einem NBA-Spieler Training zu machen, ein bisschen mit ihm zu quatschen, überhaupt mal einen NBA-Spieler kennenzulernen und ja, wir hatten glaube ich alle sehr viel Spaß. Wir sind jetzt wieder zurück hier im Hotel und spielen heute Abend gegen Iran. Und ja, Iran spielt mit der A1-Nationalmannschaft, von daher wird das ein toughes Spiel, aber ich glaube, wir haben auch eine Chance. I'm doing it for love of the game, even though it ain't the same. A lot of shit don't change, but I'ma still. So, wir haben jetzt gerade Iran mit 10 Punkten geschlagen und ja, jetzt ist es schon, jetzt so 11 Uhr oder so, weil wir schon erst um halb 10 gespielt haben. 11 Uhr, halb 12 vielleicht. Bis wir noch was gegessen haben im Hotel, es ist 12 und es ist halb 1, 1 komme ich vielleicht ins Bett und schlafe. Und dann stehen wir morgen früh schon auf, morgen früh haben wir kein Training. Sondern wir gehen in Peak Stores, das heißt unser Ausstatter in Peak Store und wir gucken den Tempel an. Hoffentlich sehen wir auch die Terrakotta-Armee, ich bin mir nicht sicher. Aber dann sehen wir uns morgen im Peak Store und bei der Terrakotta-Armee. Bisschen Kultur wieder.